Wer Aktenzeichen XY ungelöst im Fernsehen verfolgt, der kennt noch die Männer aus den Außenstudios. Peter Niedetzky in Wien, Konrad Töns und später Stefan Schifferer in Zürich. Seit 20 Jahren fast immer am Ende jeder Sendung Kriminalkommissar Alfred Hettmer. Die bisher eingegangenen Hinweise der Zuschauer zusammen und gibt einen Überblick über neue Fahndungsansätze. Der Mann mit der Brille und dem vertrauten bayerischen Dialekt gehört längst zum festen Inventar der Sendung. Nun heißt es Abschied nehmen. Und wir blicken mit ihm hinter die Kulissen der Sendung, sprechen über den spannenden Alltag an den Ausstrahlungstagen und über seine spektakulärsten Fälle und unerwarteten Wendungen. Und auch darüber, warum die Fernsehfahndung auch nach mehr als 55 Jahren immer noch unabdingbar ist. Und erst einmal darf ich mich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich anlässlich Ihrer letzten Aktenzeichen-Sendung Zeit für uns genommen haben. Und viele Menschen kennen Sie natürlich aus den letzten 20 Jahren Aktenzeichen XY ungelöst. Aber man muss dazu sagen, dass Ihre Arbeit für diese Sendung schon viel früher begonnen hat. Wie kam es dazu, dass Sie an dieser Sendung teilhaben durften? Also das Ganze ist eigentlich darauf zurückzuführen, dass ja die Sendung, die ja seit 1967 läuft, wurde also dann die Produktion 1969 nach München verlegt. Und Eduard Zimmermann hat also damals den Präsidenten des Bayerischen Landeskriminalamtes gebeten, dass also diese Hinweistelefone im Aufnahmestudio von Kriminalbeamte des Bayerischen Landeskriminalamtes besetzt werden. Also das war der Einstieg hierzu. Und es ist ja bis heute noch so, daran hat sich nichts verändert. Und in diesem Zug oder in diesem Rahmen bin ich dann eben 1986, bin ich dann zu diesem Hinweisteam dazugestoßen und war also, wie gesagt, dann zum ersten Mal in der Sendung und zum ersten Mal an einem Hinweistelefon gesessen. Wie war das damals für Sie, plötzlich dabei zu sein? Jetzt muss man ja auch dazu sagen, dass die Kriminellen damals noch ein bisschen anders mit dieser Fernsehfahndung umgegangen sind als heute. Eduard Zimmermann zum Beispiel hatte Personenschutz. Wie haben Sie das damals alles erlebt? Ja, zunächst war es natürlich, ich war ja damals auch noch ein paar Jährchen jünger und es war natürlich für mich eine spannende Aufgabe hier, zum ersten Mal dann an diesem Telefon zu sitzen und einmal dann mitzubekommen, live mitzubekommen, was kommen da für Hinweise rein, was teilen die Zuschauerinnen und Zuschauer uns alles mit, was kann man mit diesen Hinweisen eben anfangen, ist es alles nur fachlich oder sachlich bezogen auf Fälle, gibt es auch andere Hinweise. Also das war eine sehr spannende Aufgabe zunächst einmal für mich, die mich da erwartet hat und die ich immer gerne ausgeübt habe. Und wenn nun Zuschauer die Sendung gesehen haben und sie hatten auch Hinweise auf den oder die Täter. Was wird denn da genau am Telefon alles abgefragt? Also zunächst melden sich ja überwiegend, sagen wir mal, das ist über 90-95%, melden sich ja nur Zuschauerinnen und Zuschauer, die dann aufgrund eines oder mehrerer gezeigten Fälle uns irgendetwas mitteilen können, ihre Beobachtungen mitteilen können, ihre Kenntnisse mitteilen können. Ja, und aufgrund dieses Gesprächs haben wir natürlich dementsprechend auch die Fragen, die sich einmal direkt vielleicht auf den Fall beziehen, aber ansonsten sind natürlich diese überwiegend gleichen Fragen, wann, wo, wie, was, haben Sie alles gesehen, was haben Sie mitbekommen? Da fragen wir halt dann einfach einmal etwas noch gezielter und genauer nach in Bezug auf diesen Fall, zu dem der Zuschauer oder die Zuschauerin dann uns etwas mitteilen möchte. Mhm. Also das ist überhaupt nichts Schlimmes, wenn jemand auch hier uns seinen Namen nicht unbedingt nennen möchte, dann ist das für uns grundsätzlich auch in Ordnung, ist aber eine Ausnahme. Die meisten Zuschauer, die sich eben bei uns melden, teilen auch Namen, Telefonnummer mit. Und das ist darum wieder sehr wichtig, weil dann die zuständigen Dienststellen, also die Ermittler, die für diesen Fall da sind, sie können dann nochmal Rücksprache halten mit dem Hinweisgeber und können das Ganze noch etwas genauer und detaillierter abklären, als uns das möglich ist. Viele Jahre waren Sie ja nur hinter dem Telefon und haben dann dort eben die sachdienlichen Hinweise entgegengenommen, wie es so schön heißt. Und dann gab es ja die große Reform. Stationen aus Österreich und der Schweiz sind ausgestiegen. Und Zuschauer, die Sendung schon länger verfolgen, können sich vermutlich daran erinnern, Konrad Töns, Peter Niedetzky, Kultfiguren, die zur Sendung gehörten und plötzlich waren Sie vor der Kamera. Was war denn der Grund dafür? Also zunächst einmal ist es ja so, wie Sie es in der Frage erwähnt haben, Österreich und die Schweiz sind also dann 2002, 2003 ausgestiegen. Bis zur Übernahme der Moderation im Jahr 2002 durch Rudi Czerny hat er das bis dahin die Sabine Zimmermann gemacht. Und dann war halt hier einfach eine Lücke und es gab zunächst einmal keine Abfrage mehr in diesem Sinne. Aber man hat also seitens der Redaktion, Produktion mitbekommen, dass da doch ein großes Zuschauerinteresse da ist.
ist, dass eine Information kommt, was hat sich denn alles im Laufe der Sendung bzw. nach der Sendung noch alles getan. Ja, und das war also dann der Ausgangspunkt dafür, dass man in München im Aufnahmestudio diese Schlussabfrage wieder aufgenommen hat. Und ich war zum damaligen Zeitpunkt, ich sage es jetzt mal einfach, irgendwo federführend seitens des LKA für dieses Hinweisteam im Studio. Ja, und dann ist es halt mehr oder weniger so auf mich zugekommen. Können wir das einmal probieren? Machen wir das einmal? Ja, und das war sozusagen der Einstieg auf diesem Weg. Das ist dann letztendlich 20 Jahre so bestehen geblieben. Wie war das für Sie als Ermittler, dieser erste Moment live vor der Kamera? Da musste ja alles passen. Wenn ich es Ihnen ganz ehrlich sagen will, fürchterlich. Also fürchterlich aus dem Grund raus, wir sind ja das auch nicht gewohnt gewesen, zu der damaligen Zeit hier vor so einem großen Publikum irgendwo dazustehen. Und man hat natürlich, oder von meiner Seite habe ich genau im Kopf gehabt, da stehen jetzt ein paar Millionen Zuschauer, sitzen vor den Bildschirmen und da beobachten dich ganz genau. Die hören dir ganz genau zu, was du jetzt alles so loslässt, was du alles so zu sagen hast. Und bei den ersten Malen, ganz ehrlich, ich war furchtbar aufgeregt, ich war sehr nervös. Ich glaube, meine Stimme war wahnsinnig leise und wahnsinnig zittrig. Und das hat sich aber dann im Laufe der Zeit natürlich gelegt und insbesondere hat sich dadurch gelegt, dass ich immer mehr diesen Hintergedanken ausblenden konnte. Da sitzt ein Zuschauer vom Fernseher, da ist die Kamera. Ich habe das einfach dann nur mehr als Gespräch zusammen mit Rudi Czerny betrachtet, als Unterhaltung. Und das hat mir dann auch die gewisse Sicherheit gegeben und die Nervosität wurde immer weniger diesbezüglich. Rudi Czerny und Sie, wie sehr sind Sie auch eine journalistische Einheit in den letzten 20 Jahren geworden? Wie war die Zusammenarbeit mit ihm? Also die Zusammenarbeit war und ist immer, muss man dazu sagen, natürlich, ist hervorragend. Rudi Czerny ist ja auf dem Gebiet, gerade was Live-Sendungen haben betrifft, das ist ja ein absoluter Profi, der hilft einem ja auch weiter, wenn man selber einmal vielleicht in Stocken kommen würde oder wenn einem nicht mehr die richtigen Worte einfallen. Ich bereite meine Schlussabfrage im Studio dann eben so ab 21 Uhr bereite ich das Ganze langsam vor, spreche das nochmal mit den zuständigen Ermittlerinnen und Ermittlern durch. Ja, und anschließend gibt es also ein kleines Feedback nochmal mit der Redaktion und mit Rudi Czerny, was ich dann eben zum Schluss zu sagen habe, auf welche Fälle ich etwas genauer eingehen werde. Ja, und so läuft es ganz normal ab dann. Und wenn man jetzt die 20 Jahre XY rückblickend betrachtet, was waren für Sie die Fälle, die Ihnen am meisten in Erinnerung geblieben sind? Ja, das ist natürlich eine Frage, die mir sehr häufig, sehr oft gestellt wird. Und meine Antwort, es gibt nicht den einen Fall, der hier hängen geblieben ist. Es gibt eine Reihe von Fällen, die man nicht so schnell vergisst, und zwar aber aus unterschiedlichen Gründen. Es handelt sich dabei nicht immer nur um die gelösten Fälle. Ja, ein paar Beispiele vielleicht. Diese tragische Geschichte mit der Bankiersfrau Maria Bögerl, die sich ja im Stuttgart ereignet hat hier. Ein Fall, der mehrmals in der Sendung war, tragische Folgen hatte. Der Ehemann hat sich ja, soweit ich mich noch richtig erinnern kann, dann, ich glaube, ein Jahr oder zwei später sogar auch noch selber das Leben genommen, weil er irgendwo in den Verdacht gerückt ist, was vollkommen unberechtigt war, bis heute nicht geklärt. Dann erinnere ich mich natürlich noch an den Fall der Maddie McCann, dieses Mädchen, das in Portugal verschwunden ist. An diesem Abend waren ja in Scotland Yard und die Eltern dieses Mädchens bei uns im Studio. Und wir hatten an diesem Abend über 1000 Hinweise, Informationen erhalten zu diesem Fall. Ja, das sind also lauter so Fälle, die dann hängen bleiben. Eben Ursula Herrmann, ein Fall, den Eduard Zimmermann, dem Eduard Zimmermann besonders nahe gelegen ist, der letztendlich dann noch geklärt werden konnte. Ja, und dann auch, wenn es geklärte Fälle gibt, bleibt einem zum Beispiel hängen dieser Fall Lolita Briga. 1982 ist dieses Mädchen ja spurlos verschwunden. Und 29 Jahre später hat dann die Kripo diesen Fall eben nochmal aufgegriffen, 2011. Die Polizei war sich an sich sicher, dass das Mädchen einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist. Man hatte aber keine Leiche, man hatte keine Beweise. Und tatsächlich konnte nach 29 Jahren durch die Sendung, durch die Hinweise, haben wir nochmal sehr gute Ermittlungsansätze rein. Ich habe einen dieser Hinweise damals selbst entgegengenommen und das waren dann die Ansatzpunkte, dass man tatsächlich an einen Mitwisser gekommen ist, der dann auch bereit war zu sagen, was damals mit diesem Mädchen passiert ist, wo die Leiche oder die sterblichen Überreste noch von diesem Mädchen liegen. Die hat man dann auch gefunden und 29 Jahre später konnte dann eben dieser Fall noch aufgeklärt werden. Sehr positiv an der Geschichte vielleicht.
zu dem damaligen Zeitpunkt war ja auch die Mutter und eine Schwester noch am Leben und die konnten dann endlich mit dieser Sache abschließen. Sie hatten gewisse, was mit der Tochter, mit der Schwester passiert ist. Der Wermutstropfen vielleicht bei dem Fall war der, dass man nach dieser langen Zeit dem Täter dann keinen Mord mehr nachweisen konnte. Es ist dann beim Totschlag geblieben und der Totschlag war zu diesem Zeitpunkt verjährt. Ein Fall, der bei uns aus der Region kam, aus Dahlem, und die Mutter hatte aus ihrem Küchenfenster den Fundort der Leiche 30 Jahre lang eigentlich sehen können, ohne es zu wissen. Und wenn man dann so auch so einen Bezug zu den Opfern hat wie Sie, wie verändert das nochmal den Blickwinkel auf diese Dinge? Ja gut, persönlich habe ich jetzt mit mit den Angehörigen des Opfers noch mit dem Täter oder mit dem Mitwisser irgendwo Kontakt gehabt. Ich kenne sie auch nicht, ja. Von da aus her bleibt halt das auch nach wie vor bei mir ein Fall, der ja da gekommen ist und an dem wir gearbeitet haben und den wir aufklären wollten. Und wenn man natürlich die Art und Weise betrachtet, wenn man sich ein bisschen reinversetzen kann, in das, was also bei dieser Mutter, was bei den Angehörigen in dieser langen, langen Zeit alles passiert ist, was sie sich für Gedanken gemacht haben, und die Polizei ist aber nicht weitergekommen, man konnte nicht helfen, man konnte nichts tun, aber es geht einem natürlich dann schon irgendwo sehr, sehr nahe, wenn man das alles in der Form eben mitverfolgen kann. Und Sie haben es vorher angesprochen, die Mutter hat mehr oder weniger 30 Jahre von ihrem Küchenfenster aus diese Müllhalde im Blick gehabt, ohne zu wissen, dass dort ihre Tochter vergraben wurde. Und das ist natürlich schon eine brutale Geschichte. Und wenn man sich da ein bisschen reinversetzt, die geht einem natürlich schon sehr, sehr nahe, muss man sagen. Und viele Menschen können vermutlich nicht mehr völlig unbefangen an diesem Ort vorbeifahren, denn man kennt ja die Lokalitäten durch das Fernsehen. Gab es denn noch einen weiteren Fall, der Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist? Ja, wir hatten dann noch einen Fall, und da ging es um den Mark Herbert. Die Sache hat sich da 2012 zugetragen. Der war auf einem Fußballspiel, ich glaube in Offenbach, ist dann mit seinen Freunden und Bekannten zu einem Fest noch gegangen, und auf dem Fest wurde er von einer Person, eigentlich grundlos, ja, es gab keinen Anlass dafür, wurde er brutal zusammengeschlagen, und beim ersten Mal, hat ihn gepackt und hat ihn gegen eine Mauer geschmissen oder geworfen, dieser Mann, und er war von da an vom Hals abwärts gelähmt von diesem Zeitpunkt aus. Und die zuständigen Ermittlungen, die also dann gelaufen sind, die haben also dann dazu geführt, dass die Polizei ja mehr oder weniger einen Tatverdächtigen hatte und wusste eigentlich, wer dafür verantwortlich sein sollte. Aber das Opfer selber konnte sich nicht mehr daran erinnern, also konnte keinerlei Auskünfte geben zu dieser Person, zu diesem Täter. Und viele Menschen waren nicht bereit, hier Näheres mitzuteilen. Es gab, wie gesagt, anonyme Informationen an die Polizei, wer hier diese Tat verübt haben könnte, aber es war niemand bereit, Näheres dazu auszusagen und Namen zu nennen. Und damit hatte die Polizei das Problem, man hatte einen Tatverdächtigen, man wusste eigentlich, wer dafür verantwortlich ist, aber man ist keinen Schritt weitergekommen in der Sache. Und 2015 ist dann die zuständige Dienststelle, der zuständige Ermittler an Aktenzeichen XY ihm herangetreten. Man hat diesen Fall dann in der Sendung nochmal gezeigt. Er hat also dann ganz stark nochmal appelliert an Zeugen, die sich doch bitte jetzt melden möchten, damit man diesen Fall zum Abschluss bringen kann. Und tatsächlich, aufgrund dessen kam ein Hinweis, und es war jemand bereit, hier dann auch entsprechend auszusagen, Namen zu nennen. Und das hat dazu geführt, dass also dann dieser Fall noch geklärt werden konnte. Und der Täter wurde ja damals, soweit ich mich jetzt richtig erinnern kann, zu 11 oder 12 Jahren Haftstrafe verurteilt. Und viele Fälle wurden ja schon durch die Sendung aufgeklärt und manchmal sogar ziemlich schnell. Können Sie sich an einen Fall erinnern, der richtig schnell gelöst war? Also, dass man plötzlich am Telefon die heiße Spur hatte? Ja, Sie bekommen natürlich am Hinweistelefon schon mit, ob es, etwas konkreter ist oder ob es zunächst einmal nur ein allgemeiner Hinweis auf einen Fall ist. Insbesondere, wenn wir natürlich bei der Studiofahndung mit ganz gezielt mit Bilder arbeiten, wo eine Person im Bild ist, wo man sagt, der wird so gesucht, der ist zur Festnahme ausgeschrieben und. Da kann es natürlich durchaus vorkommen, dass hier ein paar Hinweise reinkommen, unabhängig voneinander, und die Zuschauerinnen und Zuschauer eben dann mitteilen, dass sie also doch
glauben zu wissen, wer es ist und wo er sich vielleicht momentan aufhalten könnte. Und dann werden natürlich auch in solchen Fällen die Ermittlungen relativ schnell anlaufen, die ersten Überprüfungen durchgeführt, ob da was dran sein könnte. Ja, und dann muss es nicht immer nach der Sendung sein, aber dann kann es auch ein, zwei oder drei Tage dauern und ja, dann kommt das Ganze zum Erfolg und man kann tatsächlich diese Person festnehmen. Es gibt aber darüber hinaus auch noch andere, ja, wie soll ich sagen, schon fast Anekdoten, was alles passieren kann. Manchmal stellen sich solche Personen auch bereits vor Ausstrahlung einer Sendung der Polizei oder gehen zum Rechtsanwalt und teilen mit, dass sie sich stellen werden, weil sie nicht wollen, dass am Abend dann in der Sendung ihr Bild gezeigt wird, dass ihre Freunde, ihre Bekannten, ihre Verwandten und Angehörigen, dass die das mitbekommen, ja, und ziehen dann selbst sozusagen die Reißleine und stellen sich bei der Polizei. Wir hatten es auch schon ein Fall, da hat sich jemand nach der Sendung am nächsten Tag dann unmittelbar bei der Polizei gestellt, weil er gesagt hat, ich kann jetzt den Druck nicht mehr aushalten. Mein Bild wurde gestern Abend gezeigt. Ich bin mir sicher, dass irgendwann mich jemand erkennen wird und dann stelle ich mich gleich selber der Polizei. Also es gibt mehrere so Facetten bei der ganzen Geschichte, die man also hier berücksichtigen sollte oder auf die man dann entsprechend eingehen kann. Wie oft melden sich bei Ihnen Angehörige der Opfer von Straftaten, wenn ein Fall durch eben Aktenzeichen XY gelöst wurde? Wie ist dann deren Reaktion? Also grundsätzlich wissen wir, dass natürlich bei Fällen, die bei Tötungsdelikten nehmen sollen, Dingen, wenn die also dann geklärt werden und die Angehörigen dieser Opfer die Gewissheit haben und die Sicherheit haben, was passiert ist, die ist oftmals, auch wenn sie brutal schwer und brutal hart ist, die ist oftmals für die Angehörigen verdammt wichtig, sehr, sehr wichtig, weil sie einfach dann mit dieser Situation, mit dieser Sache abschließen können. Sie finden ein Ende. Wenn es auch ein grausames Ende ist, aber sie finden ein Ende bei der ganzen Geschichte. Und deshalb ist das sehr wichtig. Wir, also hier im Aufnahmeteam, im Studio, wir haben an sich zu den Angehörigen überhaupt keinen Kontakt. Das macht also alles die federführend, die zuständige Dienststelle, über die läuft es und von denen wissen wir natürlich dann in Gesprächen danach vielleicht schon, was es für eine Erleichterung war für die Angehörigen, dass hier jetzt halt nochmal Klarheit reingekommen ist in der Sache und dass die wissen, was los ist. Jetzt waren Sie eines der Gesichter von Aktenzeichen in den letzten 20 Jahren. Wie oft werden Sie auf der Straße angesprochen? Sie sind ja schon allein durch Ihren Dialekt und Ihre Stimme auffällig. Also ich glaube, das würde jetzt, wenn ich diese ganzen Anekdoten und die Sachen alle erzählen würde, dann könnten wir uns jetzt stundenlang darüber unterhalten. Also zunächst einmal vielleicht eines ist ganz wichtig. Es war immer nur positiv. Es gab keinerlei negative Erlebnisse, die ich in diesem Zusammenhang hatte. Es waren immer positive Aspekte, es gab nette Gespräche, es gab Selfies, also alles immer nur sehr, sehr nett und freundlich. Es ist natürlich zwischenzeitlich so geworden, die letzten 10 Jahre, dass es eigentlich kaum noch einen Ort gibt, wo ich mich aufhalte, ohne in den Hintergedanken zu haben und ohne auch zu wissen, jetzt hat mich wieder jemand irgendwo gesehen, kannte meine Stimme, wie Sie gesagt haben vorher, oder kannte meinen Dialekt oder kannte mein Gesicht, hat mich immer sehr gewundert, dass das so hängen bleibt und ich werde an allen möglichen Punkten, ob das in Sportstadien ist, ob das in einem Kreuzfahrtschiff ist, ob das beim Bäcker ist, beim Metzger ist, ob das in Deutschland ist, ob das sogar im Ausland ist, im Urlaub, Südtirol, Spanien und sonst was, wo wir überall schon waren. Immer gibt es irgendwo jemanden und man bekommt es dann mit, der sagt, Mensch, Sie sind doch der Mann von Aktenzeichen XY. Ja, und dann entwickelt sich halt immer wieder ein schönes und nettes Gespräch. Und das Eindrucksvollste war für mich einmal in der Sauna, als ich aus der Sauna rausgegangen bin, mich jemand angesprochen hat auf meine Person und auf Aktenzeichen XY. Und jetzt haben Sie nach gut 20 Jahren Ihre letzte Sendung. Mit wie viel Wehmut geht man dann daran? Sind Sie traurig darüber? Ja, ich bin ja zwischenzeitlich oder ich bin ja auch nicht mehr der Allerjüngste, sage ich jetzt einmal. Mit meinen 68 Jahren war es klar oder ist es klar. Es musste irgendwann einmal ein Schnitt kommen, es musste irgendwann einmal das Ende da sein.
ich habe mir dann immer gesagt, eigentlich muss man aufhören, wenn es am schönsten ist. Und es gibt jüngere Kolleginnen und Kollegen, die also hier das durchaus weiterführen werden und weiterführen können. Und man muss halt für sich selber irgendwann mal den Abschluss finden. Ich wollte also auf gar keinen Fall, dass es irgendwann einmal heißt, Mensch, jetzt wird es aber langsam Zeit, jetzt ist er auch doch schon ganz schön alt geworden, jetzt wird es Zeit, dass er vielleicht das weitergeben würde. Das wollte auch ich vermeiden. Ich wollte also zum Zeitpunkt hier einen Schnitt machen, wo sich die Leute, sage ich jetzt einmal, und die Zuschauer vielleicht sehr positiv noch an mich erinnern. Das freut mich natürlich, wenn ich sowas höre und nicht darauf warten, bis ich mehr oder weniger von der Bühne geführt werden musste. Dazu kommt vielleicht das kleine Aspekt auch noch, dann, dass ja meine Frau, die jetzt dann im nächsten Jahr, Anfang des nächsten Jahres auch in Rente gehen darf und dass wir vielleicht dann auch noch gemeinsam ein bisschen mehr Zeit füreinander haben und nicht so terminlich gebunden sind, als das die letzten 20 Jahre war. Was machen Sie denn da jetzt mit Ihren freien Mittwochabenden? Endlich mal vielleicht Fußball gucken oder selbst Aktenzeichen schauen? Also das kann ich Ihnen momentan noch gar nicht sagen, ob ich die ersten Sendungen oder was verfolge. Dazu kommt ja auch noch, ich bin ja noch nicht ganz weg von der Sendung. Es ist ja so, dass ich auch nächstes Jahr 3 bis 4 Mal im Studio sein werde und im Hintergrund, wie gesagt, diese Tätigkeiten, die wir vorher drüber gesprochen haben, Hinweisentgegennahme, Aufarbeitung und Auswertung der Hinweise, dass ich das auch nächstes Jahr noch 3 bis 4 Mal durchführen werde. Und dann die andere Geschichte ist natürlich durchaus so, aber ich habe ja, wir hatten ja am 8. November die letzte Sendung, das war ein Mittwochabend, war also Champions League live in München in der Allianz Arena und ich habe hier Karten für diese Spiele und diese Sachen mussten aber, und da gibt es natürlich noch viele, viele andere auch, die mussten natürlich im Sinne von Aktenzeichen XY immer zurückstehen, weil Aktenzeichen Y immer oberste Priorität für mich hatte. Wunderbar. Eine letzte Frage noch. Was wünschen Sie der Sendung für die Zukunft? Ich wünsche der Sendung nach wie vor viel, viel Erfolg. Ja, möglichst hohe Einschaltquoten sind wichtig für die Polizei, wenn es also um die Aufklärung der Fälle geht, desto mehr Menschen, das wir erreichen mit dieser Sendung, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass da vielleicht der entscheidende Zuschauer dabei ist, der uns etwas sagen kann. Also weiterhin alles Gute, viel Erfolg, hohe Einschaltquoten, eine hohe Aufklärungsquote, dass es so weitergeht, wie es jetzt die letzten 15, 20, 30 Jahre oder sogar 50 Jahre war. Vielen Dank, Alfred Hettmer.